So, jetzt heißen aber diese Funktionen nicht immer nur einfach so. Wir kennen das von früher, von den Zuordnungen. Zum Beispiel beim Strompreis war das so, bestimmter Verbrauch von Kilowattstunden ergab einen bestimmten Preis in Euro. So, und dann haben wir gesagt, naja, wenn ich eine Kilowattstunde verbrauche, dann habe ich meinetwegen 0,25 Euro. Ach, schöne Zeiten waren das. Nehme ich 2, dann habe ich 0,5 Euro und so weiter und so fort. Okay, jetzt hat aber blöderweise der Stromanbieter gesagt, die Gesamtkosten, also die Bruttokosten, brutto heißt hässlich und träge, Gesamtkosten, die betragen aber nicht bloß das hier, sondern ich erwarte grundsätzlich, dass mir der Kunde noch 6 Euro pro Monat dazu bezahlt. Bloß weil ich sage, du könntest, wenn du wolltest. Das heißt, wenn ich im Urlaub bin, alles ausgemacht, nichts läuft, keine Heizung, kein gar nichts, kein Radio, kein Licht, nichts, kein Wecker, überhaupt nichts, habe ich auch keinen Strom verbraucht, muss ich aber 6 Euro bezahlen. Das sähe dann so aus, wenn ich hier die Kilowattstunden habe und ich habe hier den Preis, dass ich grundsätzlich bei 6 Euro schon mal einsteige. Und dann geht mein Graph irgendwie hoch. Das heißt also, die Grundgebühr, die hebt mir den ganzen Graphen um 6 Euro jedes Mal hoch. Egal, ob ich was verbraucht habe oder nicht, ich fange mit 6 Euro an. Und alles, was dann drauf kommt, dazu muss ich praktisch die 6 Euro addieren. Das sieht jetzt bei uns wieder so aus. Es könnte Folgendes heißen, und jetzt zeige ich das mal gleich anhand des Graphen. Hier sei 1, hier sei 1. Nehmen wir mal an, der Graph heißt f, also die Funktionsvorschrift heißt f von x ist 2x plus 3. Dieses, das ist es. Dieses böse 3 heißt, ich habe schon mal einen Punkt, nämlich der heißt 0,3. Wenn ich hier eine 0 einsetze, ergibt das 0 plus 3, also das hieße f von 0, wenn ich statt des x eine 0 schreibe, heißt es 2 mal 0 plus 3 und das ist nun mal schon 3. Das ist ganz schick. Das heißt 1, 2, 3, hier ist mein Punkt, hier geht der Graph durch, grundsätzlich. Der nächste Punkt, der sieht so aus. Ich nehme mal den Punkt, ja, ich möchte f von 2 ermitteln. Ich setze also ein, 2, das ist die alte 2 hier vorne, mal und jetzt kommt mein x. Ich mache das x mal hellblau. Hier, dieses x, hier war das die 0. Und jetzt setze ich ein 2. F von 2 hier, darum geht's. Jetzt geht es wieder weiter. Plus 3 gehört zur Funktionsvorschrift. Und das ist, 2 mal 2 ist 4, plus 3 ist 7. Damit hätte ich den zweiten Punkt. So errechnet man grundsätzlich ganz schnell den zweiten Punkt. Einmal 0 einsetzen, was kommt da raus? Aha, 3. Dann ausrechnen, was kommt, wenn ich einen entsprechend, nicht zu groß, ich kann auch 100 einsetzen, aber das bringt mir da nicht viel. Und wie geht es dann weiter? Jetzt könnte ich ja sagen, gut, dann hätte ich die zweite Koordinate, die hieße 2, tipp, jetzt muss ich mal gucken, das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hier wäre der Punkt und jetzt könnte ich die verbinden. Bis dahin geht es, ne? Das wäre eine Art Wertetabelle im Kleinen hingemalt. Kleiner Moment, hier gibt es eine Frage. Jetzt habe ich hier, die Frage war, wieso gehe ich jetzt hier von da aus hoch? Ich habe diesen Punkt hier ermittelt, den zweiten, dieser, der ergibt sich aus folgender Berechnung. Ich habe den praktisch aus einer Art Wertetabelle entnommen. Ich könnte die Wertetabelle auch so hingemalt haben und könnte sagen, ich habe eingesetzt 0, ne, 2 mal 0 plus 3 ist 3 und ich gebe ein hier in die Wertetabelle 2, 2 mal 2 ist 4 plus 3 ist 7. Und ich habe diesen Punkt hier, das ist er, den habe ich da oben eingemalt. Ich kann das Ganze aber auch mit dem Steigungsdreieck machen und das zeige ich mal. Und dann dürfte es plötzlich ganz leicht werden. Ich wollte das erst vorher anders zeigen, aber nehmen wir das nochmal gleich so. Und zwar, man kann sich Folgendes merken, das hier hinten, ich mache es mal rot, das hier hinten, was ohne x dran steht, ne, das ist das sogenannte absolute Glied. Absolutes Glied des Terms, beziehungsweise wir sagen dazu auch N. Das hier ist M, der Anstieg, und das hier hinten ist N, N wie Nordpol. Und
Wenn man das als absolutes Glied betrachtet, dann kann ich doch hier vorne ein M haben, der kann sonst wie aussehen. Wenn ich eine 0 einsetze, habe ich hier grundsätzlich schon diesen Punkt, nämlich den Schnittpunkt mit der y-Achse. Das heißt, jetzt nochmal die Funktion, ich nehme ein anderes Beispiel, nee, ich nehme die gleiche Funktion. Ich nehme die gleiche Funktion in hellblau und sage, hier ist 1, hier ist 1. Ich kann hinten ablesen, also f von x sei 2x plus 3. Dann kann ich sagen, prima, die 3 hier, die kann ich sofort übernehmen. 1, 2, 3. Ersten Punkt habe ich. Wenn nämlich nichts hinten steht, so wie wir es vorhin gemacht haben, und ich 0 eingesetzt habe, dann habe ich den Punkt 0, 0 rausgekriegt, so habe ich den Punkt 0, 3 rausgekriegt. Das ist das absolute Glied. So, und von da aus, jetzt gehe ich wieder mit der Tippeltappeltour weiter, nämlich 1 nach rechts und weitere 2 dann nach oben. Schwupp. Jetzt mache ich das gleiche wie hier. 1 nach rechts und so viel nach oben oder unten. Ich habe also den Punkt nicht 0, 0, weil das absolute Glied mir sagt, der schneidet hier bei die y-Achse bei 3. Ich zeichne die 3 ein und sage von da aus, jetzt kommt das Steigungsdreieck hier. Ich gehe 1 nach rechts und 2 nach oben. Das sagt mir m. Anderes Beispiel in hellgrün. F von x sei 2x minus 1. Gut. Minus 1, wunderbar, abzulesen. Minus 1 ist hier unten. Ersten Punkt habe ich. Jetzt gehe ich 1 nach rechts und 2 nach oben. Schwupp, habe ich den zweiten Graphen. Lustigerweise, da der Anstieg genauso ist, müssen die beiden Graphen parallel sein. Noch ein Beispiel mit der ganzen Geschichte in Ocker. Das hatten wir heute noch nicht. F von x sei 2x. Naja, ist doch schön. Koordinatenursprung, erster Punkt, 1 nach rechts, 2 nach oben, schwupp. Nehmen wir noch ein lila, helllila, f von x sei 2x minus 4. Gut, 1, 2, 3, 4, ersten Punkt, jetzt kommt m, 1 nach rechts, 2 nach oben, hier habe ich einen zweiten Punkt, schwupp. Und auch der verläuft parallel, weil ja der Anstieg stets gleich ist. Kurze Pause. So, das absolute Glied, das sagt uns also, das ist der Schnittpunkt mit der y-Achse. Ich schreibe das mal hin. Absolutes Glied entspricht Schnittpunkt mit der y-Achse. Mit der Ordinate, sagt man auch dazu. Ordinate. So. Jetzt schnell noch ein paar Beispiele. Das kann man vorwärts und rückwärts machen. Morgen werden wir das aber, beziehungsweise in der nächsten Mathestunde, in dem Test werden wir das aber nicht so machen, sondern da werdet ihr nur den Graphen zeichnen. Ranschreiben x, f von x. Achsenkennzeichnung, ich mache das jetzt mal ein bisschen größer, den Maßstab, damit es besser geht. Und folgendes Beispiel in hellblau. F von x sei minus 1/2x plus 2. Wunderschön, plus 2. Wir haben sofort den ersten Punkt. Bis dahin klar? Wir haben den ersten Punkt. Jetzt kommt's. Von da aus gehen wir in x-Richtung, einen nach rechts und landen nur ein halbes nach unten. Das hier. Das wäre nicht gut. Also gehen wir 2 nach rechts und landen demzufolge einen weiteren nach unten. Hier, das ist besser. Das Steigungsdreieck, wenn ich den Punkt nehme, das wäre zu klein zum Skizzieren. Ich nehme lieber 2 nach rechts und komme dann auf einen nach unten. Nach unten wegen des Minus. Und jetzt kann ich hier wieder in den Graphen reinmalen. Schwupp. Anderes Beispiel in Rot. F von x. Frage, kleinen Moment. Jetzt nochmal eine Frage. Und zwar, m sagt mir, wie viel ich nach oben oder unten gehen muss. Das hier, die Zahl. Die heißt jetzt minus 1. Wenn ich hier eine 1 für das x einsetze, also f von 1, dann ergibt sich minus 1 mal 1. Das heißt, ich gehe einen nach rechts. Ich habe die 1 eingegeben hier. Das heißt nach rechts. Und ich lande bei...
Da kommt nämlich raus minus 1. Minus 1 ist gleich dem Ausdruck hier. So, dann lande ich also einen nach unten. Machen wir das gleiche hier, jetzt hier. Ich setze eine 1 ein und es kommt raus 1/2. Ich gehe also einen nach rechts und 1/2 kommt raus. Hier so klein. Dann sage ich, nee, das ist mir zu klein. Ich gehe 2 nach rechts, so kann man sich das immer vom Nenner aus merken, und lande bei einem. Denn wenn ich hier 2 einsetze, dann hieße das, oh nee, Moment, in hellgrün, dann hieße das f von 2 ist gleich 1/2 mal, und jetzt die 2 eingesetzt für das x, ergibt 1. Ich gehe also 2 nach rechts und lande dann bei wertmäßig einem nach oben. Nochmal hier in hellblau. Ich gehe 1 nach rechts. Also wenn ich hier f von 1 eingebe, dann erhalte ich minus 3/4 mal 1. Das ist mir zu klein. Dann sage ich, nö, dann gebe ich f von 4 ein. Also ich setze statt des x eine 4 ein. Also erhalte ich minus 3/4 mal 4 und das ist minus 3. Daher kommt das. Also gehen wir in 4 nach rechts und 3/4 nach unten. Nein. Ich habe es doch gerade gesagt. Warte mal. Also, der Anstieg sagt mir, was ich machen muss. Nochmal, wenn ich nur 1 nach rechts gehe, erhalte ich einen Wert von hier, das in diesem Fall rechts, hier unten rechts, bin ich gerade mit dem Cursor, erhalte ich nur minus 3/4. Das ist mir zu klein, also gehe ich gleich 4 nach rechts und wenn ich das entsprechend einsetze und ausmultipliziere, dann erhalte ich minus 3. So. Das gleiche Verfahren, das machen wir von diesem absoluten Glied aus. Gucken wir uns nochmal diesen Term an. Minus 1/2 plus 2. Plus 2, wunderbar, erster Punkt. Jetzt sage ich, minus 1/2, also ich gehe 1 nach rechts und erhalte nur 1/2. Nö, dann gehe ich gleich 2 nach rechts und kann 1 nach unten. Das geht besser. Anderes Beispiel, in Rot, f von x sei 3/5 x, nee, minus 3. Wunderbar, erste Maßnahme. 1, 2, 3, hier ist minus 3. Ersten Punkt habe ich. Und jetzt kommen wir wieder zu unserem Steigungsdreieck. Ich sage, ich gehe 1 nach rechts und erhalte 3/5 nach oben, also 1 nach rechts und 3/5, das ist wenig hier. Das ist mir zu piepelig. Nö. Ich nehme gleich mal 5. Ich gehe 5 nach rechts. 1, 2, 3, 4, 5 und muss 3 nach oben. Von hier aus 1, 2, 3. Dann lande ich hier. Und damit lässt sich ein vernünftiger Graph zeichnen. Das wäre die rote. Frage? Frage oder nicht? Gut. Noch ein Beispiel. Das ist aber jetzt nur eine Kontrolle, das kommt morgen nicht dran. Und zwar, mal ganz schnell skizziert. F von x. Mal ganz schnell skizziert. Mal Ocker wieder. F von x ist gleich. So, wenn ich jetzt sage, f von x ist gleich. Mal kurze Pause. Genau. Ganz sicher ist dieser Punkt, da sage ich, plus 3 habe ich schon mal sicher. Das geht gut. Und jetzt muss ich m ermitteln. Jetzt sage ich, naja, gut, dann gehe ich von hier aus los. Ich gehe einen nach rechts und muss 1, 2, 3 nach unten. Schwupp. Dann heißt das, ich muss nach unten, minus, und zwar 3x. Verstanden oder nicht? Alle verstanden? Okay. Gut, jetzt mal ohne Namen. Jetzt kommen wir natürlich nicht zu allem das, was ihr morgen in eurer Geschichte macht, aber immerhin, ich denke mal, es hat schon mal geholfen.